Da, jetzt steht die Leitung. Super. Deine Verlierer des Tages allerdings, ja, hunderttausende Menschen in einem Bürgerkriegsland. Ja, das Problem ist, es sind gar nicht hunderttausende Menschen, sondern es sind sogar über 10 Millionen. Und da zeigt sich, ich hoffe, dass es jetzt nicht frech rüberkommt, aber so ein bisschen eigentlich, warum die Menschen im Sudan für mich die Verlierer des Tages, der Woche, des Jahres sind. Mich nimmt das ja mit, wenn ich in den Sudan blicke, vor allem, weil hier nicht darüber berichtet wird. Also man liest in Deutschland kaum etwas. Hunderttausende ist eigentlich wirklich eine Untertreibung. Es sind 10 Millionen Menschen alleine dort betroffen. Es ist seit den letzten 30 Jahren die größte Hungersnot und gefühlt berichtet halt niemand über die Menschen im Sudan. Und die Weltgesundheitsorganisation sagt jetzt auch zu Recht, warum blickt niemand in den Sudan? Und ich möchte Leid nicht miteinander vergleichen, weil ich finde, dass man das niemals tun sollte. Aber das Leid im Sudan ist eigentlich größer als in Israel und Palästina und auch größer als in der Ukraine. Und ich frage mich wirklich seit Wochen, warum niemand dorthin blickt, beziehungsweise niemand ist natürlich falsch, aber warum so wenige dorthin blicken, wenn Millionen Menschen betroffen sind. Und deswegen die Verlierer ja, sind heute für mich die Menschen im Sudan und mal kein Politiker. Deine Gewinnerin des Tages, die lebt allerdings in Deutschland und sie macht sich für Unternehmer stark. Genau, meine Gewinnerin des Tages ist heute Sana Röser. Sana Röser hat schon als Bundesvorsitzende junger Unternehmer echt für viel Drive gesorgt, für viel Support für Unternehmer. Sie hat da die ganze Organisation hinter sich versammelt und jetzt hat sie ihre eigene Bewegung gegründet, die heißt Unternehmer in Bewegung. Und was ich so beeindruckend finde, was aber auch viel über die wirtschaftliche Lage in unserem Land aussagt und natürlich auch sehr viel darüber aussagt, dass die Unternehmer in unserem Land Angst haben vor dem wirtschaftlichen Abstieg. Sie hat innerhalb von einer Woche 1000 Unternehmer dazu bekommen, der Bewegung beizutreten. Darunter sind sehr große Unternehmer, wie beispielsweise von ganz verschiedene, Annemarie Berlin zum Beispiel ist dabei, aber auch Chronoplast und andere, aber auch kleinere Unternehmer. Und es zeigt einfach, dass die Menschen in unserem Land sich wirklich Sorgen um die Wirtschaft machen. Die Unternehmer stehen auf und es ist natürlich auch ganz klar ein Zeichen an das Wirtschaftsministerium, an Robert Habeck. So geht es nicht weiter für die Unternehmer in unserem Land. Und ich bin mir sicher, Sana Röser wird auch mit Blick auf die Bundestagswahl nächstes Jahr noch Großes bewirken mit ihrer Bewegung. Schauen wir auf deinen Aufreger des Tages. Interessanterweise wird der von der Bundesregierung auch noch mitfinanziert. Ja, also mein Aufreger des Tages ist, also man kann es kaum fassen. Ich konnte es auch wirklich nicht fassen. Ich sage ja hier oft, Deutschland hat mehr Geld als Verstand, was die Ausgaben in unserem Land betrifft. Ich muss jetzt fast sagen, noch mehr Geld und noch weniger Verstand. Deutschland hat über 1 Million Euro für eine Infoplattform ausgegeben, wo Ausländer mit Abschiebebefehl Tipps erhalten. Also es hört sich jetzt wirklich an, Witz, ist aber keiner. 2023 hat Deutschland 300.000 Euro dafür ausgegeben und 2022 sogar gut 770.000 Euro. Das Ganze heißt Handbook Germany. Und da werden Tipps gegeben, was man jetzt mit einem Abschiebebefehl machen kann, wie man nicht das Land verlassen muss. Beispielsweise ein Kind ist nicht auffindbar, der Pass ist nicht auffindbar. Oder man meldet nachträglich ein Kriegstrauma ein. Und dass über 1 Million in so eine Infoplattform fließt, ist natürlich völlig verrückt. Und die Frage ist auch, wie man das noch den Bürgern und den Steuerzahlern erklären will. Weil es ist ja ein bisschen so mit der Flüchtlingskrise oder mit den Flüchtlingen in unserem Land oder auch den Abschiebungen. 2015 wurden alle begrüßt und wir haben alle gejubelt und jetzt ist plötzlich alles furchtbar. Beides ist natürlich nicht richtig. Ich rate zu Rationalität und zu weniger Emotionalität auch in der Abschiebedebatte. Aber so eine Plattform, da muss man ganz ehrlich sagen, da kann man nur noch den Kopf schütteln und zu Recht regen sich Bürger darüber auf. Und dann haben wir noch eins, nämlich ein für einige vielleicht überraschend tolles neues Reiseziel in Deutschland. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, für mich ist es am allerüberraschendsten, weil ich bin ja in Düsseldorf, auch jetzt gerade, das ist 60 Kilometer von dieser Stadt entfernt. Und eigentlich war Wuppertal, so ist nämlich die Stadt, so heißt sie, immer eher, ja, es wird hier etwas belächelt in Düsseldorf und zwar zu Unrecht anscheinend, wie ich jetzt aus dem Marco Polo Trend Guide 2025 gelernt habe, denn, kein Scherz auch wieder, Wuppertal ist eine der Top-Städte, die man unbedingt besuchen muss. Also es ist ein Ranking von 40 Städten. Wuppertal ist vorne mit dabei, wegen der Wandgemälde. Und ich habe schon zu meinem Mann gesagt, dass wir uns jetzt nach der Weltschalte hier ins Auto setzen und ich werde mir Wuppertal jetzt mal angucken
und ein anderes Mal berichten, ob es das wirklich wert ist, ob es sich lohnt. Aber ja, congratulations an Wuppertal, zweiter Gewinner heute Abend. Schwebebahn gibt es ja auch noch. Und wir sind gespannt auf deinen Reisebericht, ja, Neda Brockhaus. Vielen Dank. Dankeschön an euch, schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.